4.5.2019. Herzlich willkommen hier in Kaiserslautern bei richtig bescheidenem Wetter oder Fritz-Walter-Wetter, wenn man es positiv sehen möchte. Heute beim Spiel gegen Unterhaching. Ja, nachdem es gegen Wiesbaden nicht ganz so gut geklappt hat, hoffe ich, dass unsere Mannschaft sich heute richtig den Arsch aufreißt, um den Dreier zu holen. Aber ich würde sagen, ihr schaut euch den Gegner an und wir sehen uns dann gleich. Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum 36. Spieltag der dritten Liga in der Saison 2018-2019. Gerade einmal 5 Tage ist es her, als wir zum letzten Mal für unsere Roten Teufel unterwegs waren. Denn der erste FC Kaiserslautern musste diese Woche Montag auswärts bei Wien Wiesbaden ran, scheiterte an dieser Aufgabe jedoch kläglich. Denn in der ersten Halbzeit spielte quasi nur der Gastgeber und die Jungs aus Lautern dienten als bewegliche Hindernisse. So ist es auch nicht verwunderlich, dass in der 19. Minute der 1:0 Führungstreffer für Wien fiel. Und gerade einmal 5 Minuten später war es Schipnowski, ein ehemaliger FCK-Spieler, welcher zum 2:0 einnetzte. Der Stimmungsboykott aufgrund des Montagsspiels der FCK-Anhänger übertrug sich anscheinend auf unsere Mannschaft, denn in der zweiten Hälfte wurde unser Team wenigstens etwas besser, jedoch kam leider nichts Zählbares dabei raus. Doch die Leistung aus der zweiten Hälfte der Begegnung gegen den SVW in Wiesbaden muss auf jeden Fall noch gesteigert werden, auch wenn dies eine ganz besonders große Herausforderung sein wird, da uns 2 Schlüsselfiguren auf dem Feld fehlen werden. Nichtsdestotrotz bin ich mir absolut sicher, dass unsere Mannschaft wieder alles geben wird, um die Spielvereinigung Unterhaching, welche aus rund 450 Kilometer Distanz angereist kommt, mit leeren Händen zurück in die Heimat schicken zu können. Die heutige Partie kann man wohl mit Fug und Recht als Partie der unerfüllten Erwartungen betiteln. Denn während die Sportvereinigung Unterhaching noch in der Hinrunde als Aufstiegskandidat gewertet wurde, liegt diese nun in der Tabelle hinter dem FCK, der sich wohl auch einen anderen Saisonverlauf erhoffte. Denn während die Roten Teufel mit 45 Punkten auf Tabellenplatz 11 verweilen, befindet sich der heutige Gegner 3 Zähler dahinter auf Rang 13. Wie gesagt, liegen 3 wichtige Punkte mehr auf dem Konto des ersten FCK. Fast genauso viele liegen in der Differenz bei der Punkteausbeute aus den vergangenen 5 Spielen. Während die Lautra durch einen Sieg und ein Unentschieden gerade einmal 4 der 15 möglichen Zähler herausholen konnte, sieht es beim heutigen Kontrahenten noch schlechter aus. Lediglich 2-mal konnten sie unentschieden spielen, so 2 Punkte einheimsen, die 3 weiteren Spiele wurden verloren. Wie ich ebenfalls bereits sagte, wurde Unterhaching in der Hinrunde als Aufstiegskandidat gewertet, daher verlief das Hinspiel nicht ganz im Sinne der FCK-Fans. Denn am 30.11.2018 bekam nicht nur die Mannschaft, sondern auch die mitgereisten Anhänger eine ordentliche Packung. In der 23. Spielminute fing das Debakel mit dem 1:0-Treffer der Hausherren an. Gerade einmal 5 Zeigerumdrehungen später konnten die Hachinger das 2:0 bejubeln. Dann gab es eine kurze Schonfrist für den FCK, doch in der 64. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt und Unterhaching verwandelte den Elfmeter, wenn auch nur knapp, zum 3:0. Es dauerte nur wenige Minuten, dann konnten die Heimfans sich erneut freuen, denn das 4:0 wurde erzielt. Der Schlusspunkt dieser Schmach wurde in der 84. Minute in Form des 5:0 gesetzt. Dies bedeutete auch gleichzeitig das Karriereende als Trainer beim ersten FC Kaiserslautern für Michael Fronzek, welcher nach dem Spiel von seinen Aufgaben entbunden wurde. Viel zu spät, wenn man mich heute fragt. Diese Niederlage, sei sie auch noch so extrem gewesen, war jedoch die einzige, welche man gegen Unterhaching hat hinnehmen müssen. Denn in 9 vorhergehenden Partien ging der FCK 4-mal siegreich hervor, 4-mal gab es eine Punkteteilung und wie erwähnt nur eine einzige Niederlage. Ich möchte es ja definitiv nicht so laut sagen, aber Haching konnte auf dem Betzenberg bisher nur ein einziges Mal punkten. Einen Zähler konnten sie entführen bei einem 0:0 Unentschieden. Ich hoffe, dass diese Serie heute nicht abreißt. Die Differenz des Marktwertes ist noch nicht einmal so hoch, gerade einmal 700.000 Euro sind die Pfälzer mehr wert als der heutige Gegner. Aber jetzt habe ich wirklich genügend geredet. Lasst uns gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, alles für unsere Mannschaft geben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns danach. Jetzt stehen wir an der Betzebude, wie immer. Die Leute sind lustig, die Leute sind toll, wir trinken viel und... Servus! Einen wunderschönen guten Tag. Servus. Was sagen Sie zu dem heutigen Spiel? Bisher zum Spiel? Ja, blöd. Aber dadurch, dass es regnet, habe ich eine Matze Papiertuch geholt. Kann es sich schön über den Kopf setzen. Oh, das würde für vieles helfen, auch für meine Visage. Ja, Spaß. Ich habe Ihnen einen Schal mitgebracht. Vom SSV Reutling. Ihr Heimspiel. Ihr Auswärtsspiel.
Geil. Ich wollte mich eigentlich ein bisschen Danke sagen, dass er Omar Beutling in seinen Videos Top 10. Er verlinkt es euch gerne unten in den Videos. Mach ich? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich übergebe ihm das mit der Papiertut. Was er damit macht, ist. Emo Schal, Schal vor der Hals. Papiertut. Typ vor der Kopf. So. Und dein Tipp für das Spiel heute? Ich bin optimistisch und sage 3-1 Lautre. Ich sag, aber mein Gefühl sagt 3-0. Wunderbar! Ja. Egal, Hauptsache Gewinne. Ja. Zu viel. So wie man nur stehe, machen wir jetzt das Beste draus, halte die Fahne hoch. Schalala, schalala, schalala. Oh!
So, liebe Fußballfreaks, das war's dann also von der Begegnung gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Einfach geil, herrlich, grandios, Balsam auf die Fanseele eines jeden FCK-Anhängers. Geil, es geht doch. Jungs, ihr könnt's doch. Warum kann's nicht die ganze Saison so laufen? Ja gut, die erste Hälfte war ja nicht ganz so spannend, die war relativ ausgeglichen. In der 60. fiel das 1-0 und das tat so gut. Aber trotzdem hatte man im Hinterkopf so... Scheiße, wir könnten das Ganze trotzdem noch verlieren. Dann das 2-0 von Pick. Geil. Also, wow, das war ja kopiert. Also, der erste Angriff, der ja dann gehalten wurde. Und dann das Ganze passend gemacht. Ah, geil, super Schuss. Dann das 3-0 auch hier. Da sind dann die Dämme gebrochen und mir ging es dann so richtig gut. Und das 4-0 in der Nachspielzeit. Ja, das können wir auch. Geil. Also, ich weiß nicht, wie viel Superlativwörter ich dafür jetzt sagen soll. Aber
ist es nicht irgendwo auch traurig, dass wir uns als FCK-Fans darüber freuen müssen, dass wir den Drittliga-Klassenerhalt geschafft haben? Das ist deprimierend, aber so ist es nun mal. Und das ist schon mal ziemlich gut. Zumindest sportlich haben wir ihn geschafft. Die Lizenz haben wir ja noch nicht. Und ich wurde relativ häufig gefragt, was ich zu unserem Investor sage. Aber ich glaube, dass dieser Bericht von der Betze Brennt eigentlich alles perfekt zusammenfasst. Denn das ist genau meine Meinung. 50+1 muss bleiben. Ich verstehe, dass ein Investor ja auch Einfluss nehmen möchte. Aber dafür haben wir ja das Vier-Säulen-Programm, an dem er sich so beteiligen kann. Und dass er jetzt schon derartige Forderungen stellt und uns nur ein Darlehen, kein Kapital, also das müssen wir dann so oder so zurückzahlen. Ja, das ist schon irgendwie merkwürdig, nicht wahr? Also, ich weiß nicht. Aber warten wir es ab. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nicht alles glauben, insbesondere der tollen Bild-Zeitung nicht, die ja doch wieder relativ interessante Sachen geschrieben hat zu diesem Thema. Und auch der SWR und Kicker haben sich ja daran beteiligt. Wir müssen uns also in Geduld üben und ich würde sagen, zerreißt euch nicht's Maul. Immer ruhig bleiben und abwarten, bis Sachen fix sind, bevor man darüber spricht. Mich kotzt es so an, dass ich überall in Facebook nur noch über diesen Typen lese und dann sind das alles nur so Spekulationen und Halbwahrheiten, obwohl gar keiner was ganz genau weiß. Es ist halt sehr traurig und man sollte sich daran definitiv nicht beteiligen. Und da bleiben wir doch ganz kurz bei Finanzmitteln, denn die FCK-Anhänger haben über Capilendo und die Betze-Anleihe 2 3 Millionen Euro zusammengesammelt und das in kürzester Zeit. Wenn das nicht Spitzenklasse ist, dann weiß ich auch nicht. Und ich bin so stolz, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Also an euch alle ganz großen Daumen hoch. Wo ich aber definitiv keine Daumen hoch geben kann, ist für das Verhalten der Polizei gegenüber den Fans des FC Magdeburg, als diese auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Bochum waren. Die sind mit einem Sonderzug angereist und dieser wurde einfach mal komplett gestoppt, festgehalten und die Leute konnten das Spiel nicht sehen. Nur weil angeblich, das ist ja noch nicht mal bestätigt, Pyro gezündet wurde. Ist es verhältnismäßig? Ich glaube nicht. Insbesondere weil Nachfragen der Fans, weswegen das Ganze gemacht wird und so weiter, nicht beantwortet wurden. Sogar ein Rechtsanwalt wurde ignoriert. Also das geht halt absolut nicht. Was aber auch absolut nicht geht, ist, dass Polizisten angegriffen wurden. Gewalt geht gar nicht. Egal von wem, gegenüber wem. Niemals. Gewalt ist scheiße. Punkt, Schluss, fertig, aus. Immer wieder wurde ich gefragt, woher ich das T-Shirt aus dem letzten Video oder auch diesen Pulli her habe. Ja, also unten in der Beschreibung, erster Link, da geht's zu dem Shop aus den USA, da könnt ihr euch das bestellen. Ich möchte betonen, das ist kein Raffling, keine Werbung. Ich sag euch das einfach nur, weil ich so oft gefragt wurde. Also liebe Fußballfreaks, das war's dann auch schon für dieses kleine Video. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Am kommenden Samstag heißt es dann wieder auswärts ran, zum letzten Mal für diese Saison, bei den Würzburger Kickers. Ich bin absolut motiviert und bin dabei und bin auch sehr gespannt, wie das Spiel laufen wird. Ja, bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Passt auf euch auf und ich würde sagen, wir sehen uns im Blog.